schön, dass du wieder am Start bist bei einer neuen Mindful Session, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah und aktuell veranstalte ich ja die Mindful Mornings, in denen wir montags bis freitags für 3 Wochen gemeinsam online in den Tag starten mit ganz viel Meditation und Inspiration. Und viele von euch haben mir geschrieben, hey, ich würde wahnsinnig gerne dabei sein, aber ich bin da leider immer schon auf dem Weg zur Arbeit. Und was kann ich machen? Kann ich irgendwo die Meditation noch nachhören und die dann später zu Hause machen? Und da habe ich mir gedacht, hey, ich nehme einfach ein paar der Mindful Morning Meditationen nochmal für euch als Podcast-Folge auf. Denn dann könnt ihr die, ganz egal wann, ob noch am selben Tag oder am nächsten Tag oder eine Woche später oder einen Monat später, nochmal für euch zu Hause anhören und meditieren. Und beim ersten Mindful Morning, da ging es um das Thema Wertschätzung. Und ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, wir alle kennen so eine Unzufriedenheit. Nicht zufrieden zu sein mit dem, was wir haben, mit uns selbst oder mit dem, was wir erreicht haben. Und in den richtigen Dosierungen kann ja so ein gewisser Ehrgeiz auch ganz gut sein, weil er uns erlaubt, uns zu entwickeln, zu wachsen. Ich finde folgenden Satz hier wunderschön. In the world I am traveling through, I'm constantly creating myself. Das Problem ist nicht, dass wir wachsen wollen. Im Gegenteil, Entwicklung und Wachstum, Veränderung, die sind alle essentiell für ein volles und glückliches Leben. Das Problem ist die Unzufriedenheit, also dieser negative Startpunkt, von dem aus wir uns in Richtung Veränderung bewegen wollen. Denn darunter liegt ein negativer Glaubenssatz. Ich habe nicht genug, ich bin nicht genug. Bei den anderen läuft es besser, warum nicht bei mir? Unsere Kernaussage ist also negativ. Die Aussage über uns selbst ist negativ. Und wie soll daraus was Positives, Kraftvolles wachsen? Das kann nicht funktionieren. Das ist, als würden wir einen Samen in einen verpesteten Boden pflanzen und hoffen, dass da ein wunderschöner Rosenstrauß rauswächst. Won't happen. Der Ausgangspunkt muss immer die Wertschätzung unserer selbst sein, das Vertrauen in uns selbst, die Wertschätzung dessen, was wir bereits erreicht haben. Und das Punkt ist in unserem Leben, an dem wir gerade sind. Auch wenn wir merken, hey, es ist Zeit weiterzugehen und weiterzuwachsen. Nur wenn wir den Weg bis hierhin und somit auch uns würdigen, kann das Neue auf fruchtbaren Boden wachsen. Nur wenn du deine Stärke und deine Einzigkeit erkennst und annimmst, kann sie dich auf deinem Weg begleiten, kannst du sie einsetzen und kannst weitere wundervolle Dinge aus ihr erschaffen. Und glaub mir, du hast unendlich viel, aus dem du schöpfen kannst. Du besitzt unendlich viel Stärke, Liebe, Fähigkeiten, Einzigartigkeit, so viele Ressourcen. Du hast deinen Ressourcenrucksack auf deinem bisherigen Lebensweg schon randvoll gepackt. Und in der folgenden Meditation lade ich dich ein, dich an deine Ressourcen zu erinnern, dich an dich selbst zu erinnern. Und setz dich für diese Meditation gerne an einen Platz, an dem du dich wohlfühlst und schau, dass du für die nächsten 10 Minuten möglichst ungestört bist. Dann zieh nochmal die Schultern zu den Ohren und roll sie über hinten nach unten. Und genieß die Öffnung, die hierdurch im Brustkorb entsteht. Wir wollen uns in der Meditation der Welt nicht verschließen, sondern ihr mit einem offenen und würdevollen Herz begegnen. Leg deine Hände auf den Oberschenkeln ab und schließ deine Augen. Und komm an, hier bei dir in deinem Meditationssitz. Nimm hierfür deine Füße wahr, deine Unterschenkel, deine Oberschenkel, dein Gesäß. Spür die Verbindung zum Boden, zur Erde, wie sie dich trägt und wie sie dich hält. Dann wander mit deiner Aufmerksamkeit
zur Rückseite deines Körpers, die Wirbelsäule hoch, den Nacken hoch, bis zu deiner Kopfkrone. Und stell dir vor, wie von der Mitte deines Scheitels ein unsichtbarer Faden Richtung Himmel geht und dich aufrecht sitzen lässt. Entspann deine Augenlider und entspann deinen Mund und deine Mundwinkel. Es gibt die nächsten Minuten nichts für dich zu tun, außer einzuatmen und auszuatmen. Und spür, wie dein Brustkorb sich mit jeder Einatmung hebt und mit jeder Ausatmung wieder senkt. Und jetzt lenk deine Aufmerksamkeit mal ganz bewusst zu deinem Herzen. Leg hierfür eine Hand auf dein Herz und schenk dir tiefe Wertschätzung dafür, dass du heute hier sitzt. In deinem Meditationssitz bei dir. Wertschätzung für den Weg, den du bis hierhin, bis zu diesem Moment gegangen bist. Und lass diese Wertschätzung jetzt tief in dein Herz fließen. Mach dein Herz voll damit. Würdige dich. Lass die Liebe und die Wertschätzung für dich und deinen Weg in dein Herz fließen. Die Liebe für deinen Weg, für dein Leben. Und sicher standest du schon vor Herausforderungen in deinem Leben. Bist schon mal gestolpert und vielleicht auch böse hingefallen. Schenk dir jetzt tiefe Wertschätzung dafür, dass du wieder aufgestanden bist. Sag dir selber Danke dafür. Lass diese Wertschätzung für dich selbst tief in dein Herz fließen. Und mit Sicherheit hast du in deinem Leben auch schon Erfolge gefeiert, Ziele erreicht. Schenk dir auch dafür tiefe Wertschätzung. Sag dir selber Danke. Und lass diese Wertschätzung für dich selbst tief in dein Herz fließen. Und mit Sicherheit kennst du auch den Schmerz eines gebrochenen Herzens. Aber du weißt auch, wie gut sich Lieben anfühlt.
du weißt, dass deine Liebe immer gewinnt. Und deshalb sitzt du hier heute in deinem Meditationssitz mit einem Herzen voller unerschütterlicher Liebe. Liebe für dich, für die Menschen in deinem Leben, für dein Leben. Und schenk dir jetzt dafür, dass du dich nie für die Angst, sondern immer, immer für die Liebe entscheidest, mutig für die Liebe entscheidest, tiefe, tiefe Wertschätzung. Mach dein Herz voll damit. Und genieß es hier noch ein paar Augenblicke, mit deinem vollen Herzen zu sitzen, mit diesem unerschütterlichen Gefühl von Freiheit, Stärke und Liebe. Dann nimm noch mal 3 tiefe Atemzüge und wenn du magst, bring deine Hände in Gebetshaltung vor dein Herz. Bedank dich bei dir selber für diese Meditation und bei dem, was du in dieser Meditation gefunden hast. Und wenn du soweit bist, öffne langsam deine Augen. Wie schön, dass du heute wieder dabei warst bei den Mindful Sessions. Eine Sache gibt's noch. Es läuft noch die Coaching-Verlosung. Das heißt, wenn du Lust hast, ein Coaching mit mir zu gewinnen, dann musst du nichts weiter tun, außer diesen Podcast auf iTunes zu kommentieren und bewerten, mir einen Screenshot davon zu schicken, egal ob als Nachricht auf Instagram, Facebook, E-Mail kommt alles an. Oder falls du den Podcast auf Spotify oder meinem Blog hörst, dann mach auch davon einfach einen Screenshot und teile den auf Social Media und verlinke mich. Und unter allen Einsendungen verlose ich 4 Einzelcoachings und ich freue mich schon so sehr darauf. Die ganze Aktion läuft noch bis zum 30.11. und am 6.12. werden die Gewinner per Los gezogen und benachrichtigt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend.